So, da sind wir wieder. Das ist jetzt zwischen dieser und der letzten Folge nicht viel passiert. Hier gab es nur gerade wieder einen Tollwutalarm, aber ich gehe ja sowieso jetzt in die nächste Mission. Also, los geht's. Explosion in einer Feuerwerksfabrik mit hohem Personen- und Sachschaden. Zahlreiche Personen sind verletzt und es sind Brände in den umliegenden Wohngebieten ausgebrochen. Bergen und versorgen Sie sämtliche Opfer und transportieren Sie sie ab. Verhindern Sie eine unkontrollierte Ausweitung der Brände. Nehmen Sie den verantwortlichen Betreiber der Fabrik fest und transportieren Sie ihn ab. Okay, ich will ja, wie gesagt, mal diese Methodik hier anwenden. Etwas, das ich ja vorher noch nie so richtig gemacht habe. Das würde mich auf jeden Fall weniger Geld kosten. Und jetzt hat es kurz geleckt. Das war nicht die Aufnahme, das war tatsächlich das Spiel. Wir Kran waren zu brauche euch ich noch. eingetroffen. Und einiges an Rettungswagen. Für 15 Verletzte 8.250, für 9 Verletzte 6.100, 12.000. Ne, ich hole mir lieber erstmal 5 davon. Die, ja, ein bisschen mehr. Ich muss kurz nachdenken, ob ich wirklich so viele benötige. Ich nehme mal die Hälfte. Ich muss mich nicht mit dem Löschen beeilen, denn das Feuer kann sich wirklich relativ schnell ausbreiten. Fahrzeug eingetroffen. Fahrzeug eingetroffen. Sofort. Fahrzeug eingetroffen. Alle Mann Schläuche nehmen. Bin unterwegs. Fahrzeug eingetroffen. Ja, auf dem Weg. Einfach hier hinstellen. Zerstörtes Wohngebäude, das ziemlich instabil aussieht. Achtung, Einsturzgefahr. Wir müssen schnell handeln. Wird ausgeführt. Das Haus stürzt gleich zusammen. Beeilung, Beeilung. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Höre. Oh ja, stimmt ja, die. Was gibt's? Die können ja mit der Zeit explodieren, die Autos hier hinten. Da muss ich mich ein bisschen beeilen. Jetzt bin ich gerade hier. Nicht. Kein Problem. Falsche. Höre, schon unterwegs. Raus mit denen. Ja, kein Problem. Was ist gemacht? Oh, nicht schlecht. Nicht. Ja, wird ausgeführt. Kein Problem. Auf dem Weg. Ja. Mist, ich muss eins von den Dingern da hinstellen. Das sieht schon mal gut aus hier oben. Da schnappe ich mir einen von denen, den stelle ich mal noch hier hinten hin, weil der hier noch ein bisschen löschen muss. Und ich hoffe, das hier kriege ich gleich noch hin, dass sich das nicht noch ausbreitet. Ja. Alles klar. Derweil kann ich mal zusehen, dass ich mich möglichst schon hier um die Verletzten noch kümmere. Das ist hier gerade wirklich in der Mission ein richtiger Stress. Kommt mal ein bisschen näher ran. Das Gebäude stürzt ein. Aber ich habe ja glücklicherweise alle rausgebracht. So, jetzt muss ich mal zusehen, dass ich mich hier wirklich so langsam um die Verletzten kümmern kann. Mist. Gemacht.
Ihr stellt euch hier hin und löscht das Zeug hier unten. Das hier sieht ja ganz gut aus eigentlich. Das Gebäude ist auch wieder gelöscht. Steht der hier scheiße? Nee, gut. Bisschen näher ran. Okay, jetzt kann ich mal langsam hier die... Oh, oh. Das habe ich gerade gesehen. Das Gebäude ist echt schwer zu löschen. Bisschen weiter weg vom Feuer. Könnt ihr euch schon mal hier um die kümmern? Bin unterwegs, ja? Alles klar. Alles klar. Einer von denen hier unten. Höre. Der LKW hier. Alles klar. Ach nee, das war nicht das, das war hier. Okay, jetzt brauche ich mal irgendwo einen freien Feuerwehrmann. Ja, alles klar. Wird ausgeführt. Ah, gerade nicht irgendwo richtig Platz, ja. Um das abzulegen. Alles klar. Dann muss ich mal warten, bis ich hier die Verletzten weg habe. Vielleicht geht's dann. Ist in Arbeit. Bin unterwegs. Aber ohne Notärzte, die brauche ich noch. Oh, oh, das ist schlecht. Ja, wird gemacht. Ist dieses Gebäude, dieser Brand davon, der ist echt übel. So, jetzt habe ich hier nämlich 4 Feuerwehrmänner, die jetzt gerade nichts mehr zu tun haben. Na toll. Jetzt habe ich ein echtes Problem so langsam. Bin unterwegs. Lösch das. Kann ich nur versuchen, das hier so einzukreisen. Gibt's hier irgendwo noch? Ja. Kein Problem. Ja. Bin unterwegs. Wird gemacht. Was ja. Gibt's? Wird gemacht. Ja. Bin überhaupt nicht im Stress. So ein Mist. Ich habe jetzt gerade beinahe 2 meiner Fahrzeuge verloren und die könnte es vielleicht gleich anfangen zu brennen. Und hier auch. Mist. Brauche ich 2 Ersatzfahrzeuge? Schaff die schon mal weg. Hier lag nämlich noch einer drunter. Solange wie der das Ding kühlt, dürfte das kein Problem sein. Kein Problem. Oh, das ist schlecht. Bin unterwegs. Was ist denn Arbeit? Bin unterwegs. Verstanden. Löscht du schon mal den Baum? Hier oben ist schon mal alles sicher, so wie es aussieht. Dann könnt ihr jetzt erstmal...
Bestätige. Abschließend, ich glaube, ich könnte euch gut gebrauchen hier. Höre, wird umgehend durchgeführt. Auf dem Weg. Ja, ist in Arbeit. Ist okay. Da hinten liegt noch einer. Hier ist doch einer drunter, das sieht man. Ist in Arbeit. Auf dem Weg. Höre, auf dem Weg. Gut. Wird umgehend durchgeführt. Sie haben alle Brände gelöscht. Nein, Glück. Sehr gut. Ja? Alles klar. Ging doch schneller als erwartet, hat mich allerdings eine Menge gekostet. Kann sein, dass es vielleicht hier zu teuer jetzt sogar geworden ist. Und wenn man sich mal so ansieht, was ich verloren habe. Sofort. Auf dem Weg. Einer. Ja, bestätige. Muss man hier ein bisschen Platz schaffen. Wie viel hatte ich? 8, ich brauche noch 7. Jawohl. Was in Ordnung. Höre. Fahrzeug eingetroffen. Fahrzeug eingetroffen. Geht auf dem Weg. Wird gemacht. Bin unterwegs. Was geht? Schon unterwegs. Nur ein bisschen was verloren. Ja? Auf dem Weg. Höre. Bin unterwegs. 3, komm hier hin. Du fährst mal hier weg. Höre, schon unterwegs. Ist weg. Euch zwei schicke ich mal hier hin. Los geht's. Ach. Höre. Ist okay. Was wird gemacht? Wird gemacht. Ist auch ganz schön knapp gewesen bei manchen Leuten hier. Wenn man sich die mal ansieht. Ja, sofort. Auf dem Weg. Wird ausgeführt. Ja? Sofort. Sieht aber wirklich so aus, als wäre hier sonst was in die Luft geflogen. Ja, hier oben sind noch 2. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt alle sind. Aber ich glaube, ich habe alle gefunden. Notärzte können mal hierher. Nee, ich hab mich doch verzählt. Ja, schon unterwegs. Wenn ich das richtig sehe, um 1. Ich glaube, ich hatte 7. Ja, 7 Rettungswagen mit Notärzten hatte ich geholt. Und jetzt hatte ich gerade nochmal 7. Ich brauche also noch einen. Ja, auf dem Weg. Können ja gerne mitfahren. Jetzt werde ich mir noch den Typen hier hinten schnappen. Jawohl. Ja, auf dem Weg. Was gibt's? Bestätige. Fahrzeug eingetroffen. Bin unterwegs. Höre. Auf dem Weg. Wird gemacht. Bin unterwegs. Höre. Auf dem Weg. Wird gemacht. Höre. Ja. Natürlich rennt er weg. Aber das wird ihm nichts bringen. Ja, schon unterwegs. Tja, so nimmt man jemanden fest, was zum... Wird ausgeführt. Ja. Roger. So. Ist in Arbeit. Auf dem Weg. Ja, das ist das Problem bei heißen Bränden. Können die ganz schnell Schaden kriegen. Schon unterwegs. Ich würde sagen, hier wäre es ungefähr am sichersten gewesen, wo der steht. Was gibt's?
Der hat das halt abgekriegt und ist dadurch dann in Flammen aufgegangen. So, ja. Gute Arbeit. Alle Opfer sind abtransportiert. Das war's. Mal sehen, was ich für eine Wertung habe. 95 war so meine Erinnerung, hatte ich mal. Sie haben die Brände sicher unter Kontrolle bekommen. Ja, 95. Die Opfer der Explosion zügig versorgt. Und neben all dem auch den Betreiber der Fabrik noch rechtzeitig festgenommen, bevor er sich seiner Verantwortung entziehen konnte. Ich glaube, besser hätten sie ihren Job kaum erledigen können. Wo hätte ich am Geld sparen können? Bei den Tanklöschfahrzeugen. Ich hatte ja zwei hier oben hingeschickt, da hätte eins gereicht. Die zwei hier, die brauchte ich, das hat man ja gesehen. Ich hätte die nur anders hinstellen müssen, weil ich ja Ersatz holen musste. Was mich ja dann nochmal 4.000 gekostet hatte. Ich glaube, hier oben hätte auch eins gereicht. Also eins weniger hier oben. Ich hatte ja hier oben jetzt insgesamt drei stehen. Die sieht man sogar noch teilweise hier im Hintergrund. Hier ist einer, hier steht einer und hier hinten auch noch. Hätte einer noch weggekonnt, da hätte ich nochmal 2.000 insgesamt. Vielleicht 6.000 bis 8.000 hätte ich dadurch nochmal gespart. Wie gesagt, desto weiter ich in der Kampagne fortschreite, desto schlechter werden meine Wertungen, weil ich auch die schwierigsten Missionen mit am wenigsten gespielt habe, aber naja, ich habe die jetzt hier zum ersten Mal seit ein paar Jahren gespielt. 95, eigentlich gar nicht schlecht. Nach so einer langen Zeit, vor allen Dingen, da ich ja hier eine neue Methode ausprobiert habe. Ja, naja, dann sind wir erstmal für heute fertig und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es dann wieder darum geht, was Neues zu holen. Was kommt denn hier danach? Gute Frage, welche Mission gleich als nächstes kommt, das weiß ich gar nicht so auf Anhieb. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge.